Ach, guck mal, Nummer 2 ist auch schon drinne. Okay, lebt überhaupt noch jemand? Boah, ich kann kaum glauben, dass wir hinter etwas sind. Leon und der LZ, nächster Rekord bereit. Ja, dann wird's bei dir auch nicht mehr zu lange dauern. Oh, meine Fresse, war doch gerade noch scheiße, ey. Ich war einfach verloren. Dankeschön für deinen Raid, dankeschön. Echt ein Traum. Oh, ich hab's gerade vom Klo aus gesehen. By the way, das Tutorial muss halt jeder alleine machen. Wir sehen uns an der Front. Damit ihr das Bescheid, schon mal Bescheid wisst. Jetzt sind sie auf sich allein gestellt. Finden Sie die Trainingsanlage anhand der Karte. So, erstmal, das Tutorial musst du alleine machen. Ja, das Tutorial musst du alleine machen. Mach mal drauf, Tab auf Betätigung zu machen, Alter. Bei mir steht unten links Unknown Level 1 Kadett. Ich glaube, ich flieg gleich wieder raus, wenn ich das sehe. Willkommen zum Helldiver-Training. Oder der Charakter muss erstellt werden, wenn es sowas gibt. Ja doch, sowas geben. Ich hab wohl in den Stream reingeguckt, da hieß, da hat er auch ganz mal gehießen. Benenn deinen Überzerstörer Prinzessin der Oberen. Einfach Prinzessin der Eroberung. Ist das härteste der Galaxie. Oh, Patriot der Erlösung klingt gut. Nicht zu schrecken. Beeindruckend. Genug geplaudert. Die folgenden Hindernisse werden ihre ausgezeichneten Form alles abverlangen. Jetzt zählt es. Es wird ernst. Auf geht's, Soldat. Du kannst leiden. Hauptsache im Kühlschlaf, weißt du, du siehst, als ob du keinen Eis überlebt hast, deine Waffe so. Ja, nö, ich bin die ganze Zeit schon warm. In all den Jahren habe ich so eine Meisterleistung noch nie erlebt. Ah, okay, und hier kann man dann Leute einladen. Du kannst aus dem Maul fliegen. Genau. Jetzt wird ernst. Ah, okay. Zack. Oh, das war dumm. Hätte nicht Schiff gedrückt halten sollen. Jeet! Yo! Einwandfrei! Wie ich immer sage, die beste Simulation ist eine echte Simulation. Ja, moin, du kriegst Errungenschaft, wenn du dein Helldiver mit einem Umhang ausstattest. Geil. Zusammenreißen, Soldat! Schnappen Sie sich die Spritze und verarzten Sie sich! Ja, so gut wie neu. Jetzt aufgepasst. Sie treffen nun auf den Erzfeind der Demokratie, Rekrut. Junge, ist einfach aus wie so ein verkackter Imperator. Die Geißel der Freiheit. Zu den Waffen und zeigen Sie dem Vieh, was Freiheit bedeutet. Volltreffer, Soldat. Räuchern Sie das Nest jetzt mit einer Granate aus. Ansonsten Granate? Sie immer wieder kommen. Granate! Granate! Was für ein ungeheurer Wurf. Das hat, by the way, übrigens jetzt mit dem Neustart, also mit dem Crossplay deaktivieren, eine Stunde gedauert. Oder knapp eine Stunde. Bis mit der noch ein Server kommt. Erledigen Sie die Box mit einer Taktikausrüstung. Gehen Sie dafür nur ein paar Schritte zurück. The fuck? Wenn ich mir das gerade mal angucke, ne? Mit den Sektoren. Wisst ihr, woran mich das gerade so ein bisschen erinnert? An Planetside. Das ja auch, das sind drei Fraktionen, die du hast. Den Trigon. Also, so gesehen, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ne, das sind die Sektoren allgemein. Rot.
gelb, ich glaube blau. Zumindest kommt mir halt gerade so vor, als würde es drei komplett verschiedene geben. Ja doch, Alien-Roboter und dann die Übererde. Also, würde ich jetzt mal ausgehen. Oh, kommt mir halt echt vor, wie klein ich soll. Gut gemacht, Soldat. Es gehört viel dazu, um über den Tod eines Verbündeten der Reise zu reden. Abschließungstutorial jetzt eigentlich Belohnung. Ich habe keine Ahnung, ich spiele das selbst erstmal. Ihre Waffe und 2000 Megatonnen Sprengstoff auf engstem Raum. Also los! Du siehst halt auch, wie viele Spieler aktuell in dem Sektor sind. Ich bin bisher nicht noch im Tutorial. Ich guck mir gerade nur die Sektoren halt einfach mal an. In einem Sektor sind einfach mal 124.000 Spieler. Wie viel? 124.000 Spieler. Das muss man sich da auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Greifen Sie zu, Soldat! Ihre Schonzeit ist vorbei! Der letzte Test. Nö, will ich nicht, ich warte. Jetzt! Ob es Ihnen nun passt oder nicht. Richtig ernst! An die Arbeit! Dieser Bereich muss dringend von der Terminidenplage befreit werden! Terminal aktivieren! Tadellos wurde das Terminal noch nie aktiviert. Hier muss irgendwo die Flagge von Übererde sein. Finden Sie sie und hissen Sie sie dort, wo jeder ihre demokratische Pracht sehen kann. Zollen Sie ihr den nötigen Respekt. Freiheit für immer! Leer. Großartig gemacht, Rekrut. Das ist so bad, dass sie dazu gegangen sind, wo ich gerade die Karte werfen wollte. Sie haben sich bewiesen. Jetzt können Sie den Umhang anlegen. Bei mir steht mein Name, Project TV. Ja, bei mir nicht. Ich ahne Böses. Ich ahne Böses, dass ich mit Gamma starten darf. Weil ich sonst keine Belohnung kriege. Mars. Ich weiß ja nicht. Benenne deinen Überzerstörer. Lass mich gerade ein Prinzess in der Eroberung. Nee, aus der Gleichheit. Ja, du kannst da durch. Ja, ich weiß. Aber bei mir stand als erstes, als das aufkam, Prozess in der Eroberung.
Aber ich trau mich nicht ins Menü zu gehen. Aber Wächter der Menschheit hat doch auch irgendwas noch, ne? Ja. Schauen wir was. Oder Wächter der Wachsamkeit. Wächter der Zerstörung. The fuck? Ich klicke auf blockierte Spieler, bei mir sind so viele Leute blockiert. Warum? Oder ist das die Blockierliste von Steam? Kann sein, dass es die von Steam ist. What the fuck? Also wenn sie das mit übernommen haben, dann ist das schon krank, bin ich ehrlich. Wo kann man da nochmal in die Liste rein? Ach da. Ich bin tatsächlich, blockierte Spiele ist die Blockierliste auf Steam. Ich bin der Panzerhandschuh des Krieges. Wow. Da gibt es noch was anderes. Ich fand, glaube ich, Patriot und ja, keine Ahnung, war da noch was. Leuchtfeuer des Krieges. Märtyrer des Krieges klingt aber auch nicht schlecht. Herrscher des Krieges. Nee. Hammer des Krieges. Boah. Halo des Krieges. Lady des Krieges. Flüstern des Krieges. Oder da, oh, die Faust des Krieges. Gründungsvater des Krieges. Aber Hammer des Krieges ist auch geil. Hengst des Krieges. Hammer oder Hengst? Herrscher, musst du wissen. Im Hammer. Ich habe nämlich gerade Angst, dass, ja, dass, ich keine Belohnung kriege. Glückwunsch zum beendeten Training, Herr Diver. Sie haben jetzt auf dem Schiff das Sagen. Der Demokratieoffizier erwartet Sie auf der Brücke. Willkommen im Galaktischen Krieg. Ja, ich hab 9 blockierte Spieler gerade. Das was? 9 blockierte Spieler. Naja, das ist deine Steam-Blockierliste. Ich will trotzdem mal was gucken, warum bin ich denn. Bin immer noch nicht drin. Was wird mir stinken, wenn ich du will? Fick dich. Kann der Lobby nicht beitreten? Lol. Ich? Kannst du mir, ich bin warte mal, kann nicht. Du wirst mir aber auch in der Liste nicht online angezeigt. Du wirst mir angezeigt. Warte mal. Coach. Nee, kann ich nicht. Kann halt wirklich sein, dass es bei Fabi gerade ein bisschen buggt. Aber bei Fabi steht unten links Unknown Cadet oder so, ne? Ja. Ja, und du wirst mir halt in der Freundesliste halt nicht angezeigt. Ich würde mal sagen, das klingt mir nach einem Problem. Ich würde mal sagen, Neustart. Die Freiheit. Ich kämpfe. Demokratie. Ich werde die Demokratie um jeden Preis schützen. Demokrat. Helldiver meldet sich zum Dienst. Du bist auf Steam Online. Ich kämpfe für Übererde. Spiel beitreten. Die Freiheit leitet meine Hand. Ich klicke aber mal. Na, warte, wenn ich jetzt auf Spiel beenden klicke, gehe ich dann zurück ins Haupt. Nee, ich glaube, dann beende ich das Spiel komplett, ne? Ich beende das Spiel komplett. Beende das Spiel komplett! Oh Gott. Oh Gott. Ich sehe es jetzt schon kommen, dass ich das jetzt gleich wieder vergessen kann zu zocken. Oh, das ist so. Oh nee. Ich will ja nichts, aber der Helm hat schon so ein bisschen Sturmtruppler-mäßig was, ne? Ja, nur mit dem Unterschied, dass ich treffen kann. Oh, wow. Ding ist aber halt, das Einzige, was sich da verändert, ist eigentlich nur die Farbe.
wollte gerne mal wissen, wie viel FPS ich habe, weil meine FPS von zwei Menschen angezeigt wird. Ja, gut. Aber fühlt sich flüssig an. Helldiver wird aufgetaut. Die Meldung kam nämlich von Retraining in 10 Minuten, 10 Sekunden. Ach nein, ich bin ja auch ein Idiot. Warum habe ich im Menü von der Crosspad wieder aktiviert? Aber ich denke mal nicht, dass das mit Crosspad deaktivieren was zu tun hat. Sollte ich die Meldung gleich nochmal kriegen, dann wende ich nochmal und deaktiviere es nochmal. Riesige Flotte. Wo war das hier? Und speichern. Deutsch. Ich wollte es gerade sagen. Retrying in 10. Oh, ich glaube, das kann wieder eine Stunde dauern. Das ist halt so Schmutz, aber ich weiß zumindest, zumindest haben die Entwickler schon gesagt, dass sie daran arbeiten, dass sie die Kapazitäten halt noch hochschrauben werden. Aber das ist halt so nervig, ey. Ja, die haben halt mit dem Ansturm nicht gerechnet, dass halt so viele Spieler gleichzeitig sich einloggen wollen. Ja, ich hab kein Game abgestürzt. Ja. Sag jetzt nicht, dein Game ist abgestürzt. Mein Game ist abgestürzt gerade. Deswegen ja auch die Tröte. Oh, Bruder, wäre ich mal pennen gegangen. Nee, ist nicht. Wenn mein Game abgestürzt ist.
Mhm. Es gibt keine andere Möglichkeit, das ist... Man muss warten. Ja, ja. Die haben nicht damit gerechnet, dass das Spiel so extrem beliebt wird. Ja, sag ich ja. Deswegen sind sie auch dabei, die Kapazitäten höher zu setzen, aber das dauert halt ein bisschen mit Testen und allem möglichen drum und dran. Ja. Wirklich, steht da drin, möglicherweise haben sie merken, wenn sie spät in der Nacht... Wir haben es 3.20 Uhr. Oder und wir haben vorhin schon eine Stunde gewartet. Ja, du musst bedenken, das ist eine amerikanische Seite, die das schreibt, ne? Ja. Also müssen wir mittags spielen. Wahrscheinlich in Amerika, wenn sie eine Nacht haben, das ist bei uns tagsüber. Richtig. Oder an Wochentagen, wo andere Spieler beschäftigt sind. Ja. Also gar nicht. Schön, wir haben nachher Sonntag. Oder wir haben schon Sonntag, so rum. Wenn Crossplay für Helldivers 2 aktiviert ist, teilen sich alle die gleichen Server. Es gibt keinen Mangel an Spielern, die anderen berichten, dass die Server den ganzen Tag über voll waren. Wenn sie die Fehler mit Helldivers 2 Server at Capacity, also das, was wir die ganze Zeit bekommen, erhalten, sind sie nicht allein. Alleine dieser Text da rein, ey. Okay, gut. Nee, das tue ich mir nicht an um diese Uhrzeit. Über 200.000 Spieler. Ja, das habe ich gerade bei den Sektoren gesehen. Ich bin grad... drin! Ich hab grad alte 4 gehämmert. Du musst echt nur 10 Minuten. Diesmal musstest du tatsächlich nur 10 Minuten warten. Ich bin immer noch nicht drin. Ja, weil du das Tutorial noch nicht hast. Also, Basti, du musst tatsächlich nur 10 Minuten warten. Ich kann das nicht mehr. Ich will doch nur einmal komplett. Ja, rein, und jetzt steht auch unten mein Name. Also, Maximum 10 Minuten habe ich jetzt gewartet. Ja, ich warte schon eine Stunde. Ja, du hast das Tutorial noch nicht, aber ich meine jetzt auch Basti zum Beispiel. Wie lange ist Spiel? Ja, 26 Minuten war. Ich warte eine halbe Stunde jetzt schon darauf, dass ich reinkomme. Ey, Mann. Ich habe 113 Minuten Spielzeit. Davon war ich 114. Ja, davon war ich wette gerade mal, keine Ahnung, 20 Minuten in-game. Ja moin, jetzt sagt mir das Spiel, Freundin 0 von 0 online. Wieso hast du eingestatteter Bursche freischaltet, aber ich nicht? Individualisiere dann Helldiver mit einem neuen Umhang, einer Panzerung ja, und einem Helm. Ja, ich hab vergessen, ich habe die teure Version vorbestellt. Achso, da hast du einen anderen Umhang drin? Da habe ich Umhang, Helm und generell. Achso. Also fehlt mir nur eigentlich ein weiterer Umhang. Hier fehlt eigentlich nur der Umhang, ja. Warum steht jetzt bei Social 0 online? Fuck you, Fabi. Was denn? Ich hab grad die Super Citizen. Ja, in dem Citizen. Moment, wo du Alter 4 gedrückt hast, bin ich drin gewesen. Nicht das, ich hab mir gerade die Super Citizen Edition geholt. Oh, Digga. Also jetzt nochmal neu starten, oder? Nee, eigentlich nicht. Okay. Betonung liegt auf eigentlich. Angaben wie immer ohne Gewähr. Ich habe keine Ahnung. Gut. Alter 4. Wir machen es vorher selber. Brush Tactics with General Brush. Oder wie ich ihn liebevoll jetzt nenne, General Arsch. Also ich habe halt definitiv Crossplay wieder deaktiviert, danach ging es eigentlich. Na, ist das bei mir immer noch deaktiviert. Junge, jetzt ist es in dem einen Sektor fast 140.000 Spieler. Also man kann sagen, was man will, es kommen immer mehr und mehr Spieler drauf, ja, aber... Mich triggert es halt gerade nur das... Ah, jetzt werden mir Leute angezeigt.
Haben wir schon mal erwähnt, dass ich sowas liebe? Nein. Einfach zu warten, bis man in-game kann? Nee. Ich sag nur WoW Classic Release. Hab da auch gewartet. Und gewartet. Und gewartet. Und gewartet. Und noch mehr gewartet. Und gewartet! Okay, das war ein bisschen zu deutsch. Und gewartet und gewartet. Was es gar nicht mehr ging. Sie meinte, ich komme gerade vor wie so ein Warhammer-Universum, so wie ich aussehe. Hm. Sie meinte, sie will mal essen gehen, wo die das Essen vor einem zubereiten. Und darunter ist ein Bild von einem Döner. Also von einem Dönerladen. Jetzt krieg ich Hunger auf den Döner, ey. Also warten und warten. Warten. Die Jugend von morgen. Kinder, wie macht die Kuh? Mu. Wie macht das Schaf? Mäh. Und wie macht der Alligator? Willst du mit mir Drogen nehmen? Oder Alligator. Übrigens, der gerade geschrieben hat, ist Benet. Hm? Auf Insta. Was ist das auf Insta? Der gerade geschrieben hat, das bin ich. Achso. Scheiße, ich muss mich wieder am PC auf Insta einloggen, nachdem ich gestern meinen PC neu aufgesetzt hatte. Erstmal direkt blockieren. Ich kann einfach auch hier die Begrüßungspose machen, die Salutierpose. Auf dem Schiff oder wie, oder? Ja. Naja, einfach B drücken. Ja.
werden schnell mehr verwärmte Schatzstone haben. Warum redest du so? Weil ich kann. Okay. Ich bin drin! Ich sag ja, musst du, wenn du schon das Tutorial gespielt hast, 10 Minuten warten. Ich hab 8 gewartet. Ja, noch besser. Ich bin 25 mich reingegangen. Ich hab's jetzt 33. Das musste bei mir nur noch als online angezeigt werden. Och, Mann. Oh, ich kann dir beitreten. Ich trete schon dabei. Empfängt Daten. Oh. Hallo! Hi! Oh, warte mal, weil ich das gerade sehe. Du siehst gleich, wie das aussieht mit den teuren Versionen. Charakter, Titel, Überbürger. Ich habe nichts gemacht, aber trotzdem Überbürger freigeschaltet. Naja, das schaltest du ja frei mit der teuren Version. Ja, guck, so sieht es aus. Warte mal, kaputt. Ja. Ich guck mal, ich salutiere. Ausrüstung. Ja, und du kriegst auch noch eine weitere Primärwaffe. Du kriegst eine Maschinenpistole. Ja, okay, also den Helm bin ich ehrlich, fühle ich jetzt nicht so sehr. Ich feiere ihn, weil halt Warhammer-Fan. Und das ähnelt halt schon richtig an einem Warhammer-Helm. Eine neue Waffe hast du gesagt, mit einer Maschinenpistole. Ja, ja. Wie fast aus wie die P90. Oh, die Feuerrad ist aber auch mega geil von dem Ding, ne? Ja, aber die macht halt 5 Schaden weniger als das Sturmgewehr. Kapazität ist höher, Feuerrad ist höher. Ja gut, die ist allgemein höher. Und O'Connor sitzt da immer noch über eine Stunde. Das ist doch nicht mal im Tutorial gewesen. Okay, 5 Schaden nehme ich in Kauf. Mir tut O'Connor schon so ein bisschen leid. Na, wollen wir schon mal starten? Na ja. Ihre Kameraden wüten bereits gegen die Tyrannei des Feindes. Los geht's. Wollen wir zu den Termiten oder eher zu den Robotern? Warte, bewegst du gerade was? Ja. Oh Gott! Mir ist das egal. Also hör auf, diese Maus nochmal so zu bewegen, Alter. Mir wurde schlecht. Also Roboter sind 93% schon mal befreit. 280.000 Spieler gerade. Als ob ja. Wir beide schon wieder drin sind, ich immer noch nicht. Hier sind wieder 40.000, hier sind 31.000. Machen wir 21. Nee, also machen wir. Ja, nee, den unter. Ja. Wir könnten Malevelon Quick. Mir ist das egal. Könnten Dürgen oder. Nehmen wir den. Nee, den anderen ist schon. Tipit. So, oder den. Mir ist das egal. Aber obwohl Wüste sah gut aus. Wüste, also Dürgen. Magistion. Oh, lol. Verteidige. Okay. Wir haben 14.000. Wir haben 4.000. Wir haben 4.000. Dann nehmen wir den mit mir weniger. Ist besser. Ja, den. Also den da. Ja. Hauptsache, weißt du, wir beide haben es schon geschafft, innerhalb von 10 Minuten wieder reinzukommen. Und O'Connor pimmelt halt immer noch rum. Immer dieser Bastelbasti. Ja, moin. So, Mission beendet. Weißt du, ich will die ganze Zeit klicken, aber du bist derjenige, der auswählt. Naja. Junge, wie das halt. Hyperraum! Junge, das gibt mir so richtig Star Trek, Star Wars und hast dich gesehen. Ist das dein Schiff, der da noch, was noch mitkommt? Ja, ja. Geil. Das sind unsere Schiffe. Hey, Divers. Attacke. C1 bist du wahrscheinlich, ne? Primärziel würde ich gehen, ja.
Nein, dein Mauszeiger ist C1. So. Achso, ah. Hi, ich bin A2. Evakuierungszone, okay. Antwort da, okay. Ja, ich bin bereit, ich kann sowieso nichts weiter mit. Warte mal. Doch, doch, du kannst noch deine Taktikdinger mitnehmen. Offensivvorrat. Ich würde, du kannst beide mitnehmen, ja. Ausrüstung. Nö, ja, das ist die, die ich genommen habe. America! Fuck yeah! Fuck yeah! Junge, dass das halt als Ladebildschirm zählt, ne? Ja. Ich glaube, du bist in der Mitte, der hinteren gewesen. Oh lol, ich kann steuern! America! Gott, Imperator! Okay, derjenige, der Loot findet, der kann es einsammeln. Wow, okay, also wird es halt nicht so geteilt. Gewünschte Probe, sehe ich bei dir, dass du es eingesammelt hast. Hast du die auch bekommen? Nee, ne? Nee, nur du. Hm. Aber ich. Aber das. Das MG hier einfach in der Hand. Aber. Maschinengewehr, Nachschub. Guck, ob deine Magazine zumindest voll sind. Ja. Ich glaube, da hat jemand was von mitbekommen. Junge! Ich hab hier so richtige Planet-Side-Splashbacks sehen, das macht so Bock. Hier ist ein Bot-Abwurf, ne? No. Oh Gott, was hab ich hier? Was hab ich hier getan? Achso, übrigens, wenn du anvisierst und V drückst, gehst du in die Ego-Perspektive. Oh, ne, mittlere Maustaste drücken. Wollte gerade sagen, V verkappt meine Heilung. Gott, also, danke. Ich wollte gerade fragen, wie echt die Taste die Heilung war. Oh. F haust du. Ah. Sekundärziel im näheren Umfeld. Junge, in der Ego-Perspektive zu schießen macht gleich um einiges mehr Bock. Nur verziehst du nicht komplett. Also noch generell fürs Post einführen würden, wäre es mega geil. Ja, das ist richtig. Ich fühle mich so ein bisschen unwohl neben den explodierenden Fass. Ich bin am Terminal. Ist okay. Trag's mal weg, ne? Ich seh's gerade. Hä? Will ich den Umleitungsprotokoll anpassen? Hä? Irgendwie haut da was nicht ganz hin. Das ist du musst alles verbinden. Ja, ja, ich muss unten zum Raketensilo. Aber das sind halt zwei Wege halt blockiert. Gesperrt. Hier sind auf jeden Fall Button, die ich aber nicht drücken kann. Kann ich auch nicht.
Kann ich auch nicht drücken. Die Demokratie füllt meinen Probenbehälter. Lade neu. Kannst du mal ganz kurz nochmal zum Terminal gehen und dann mal gucken, ob wir danach irgendwo drauf drücken können? Aber wir haben jetzt 2A, 1B. Nee, da steht nichts von wegen mit Buchstaben. Dann gucken wir, was ist denn das hier? Oh, warte, du stehst mir gerade im Weg. Du stehst mir im Weg! Oh, wait a minute. Warte mal, das da. Also logisch denken können wir sowieso nicht, Wolf. Hab's. Was? Jetzt müssen wir die Dinger aktivieren. 2A, okay. Kannst du 2A? 1 Bravo, erst das 1 Bravo aktivieren. Komme ich jetzt hier weg? Nee. 1 Bravo? Ja, das ist genau gegenüber von mir. 1 Bravo, 2 Bravo. Passt, Bravo jetzt 2 Alpha. Das ist 2 Alpha da hinten. Bin dran. Und jetzt 2 Beta. 2 Bravo. Oder Bravo. Was ist ein Bravo? Ich hab keine Ahnung. Da hinten. Bin dran. Nee, nochmal. 2 Beta muss nochmal. 2 Beta, wo du gerade warst. Bin dran. Jetzt passt. Sie haben der Demokratie gut gedient. Wir evakuieren. Missionsfortschritt notiert. Oh, denn. Ja, aber das ist die Evakuierungskapsel. Naja. Ja. Wollte gerade sagen, willst du jetzt schon evakuieren? Nicht unbedingt, aber wir haben ja keine weitere Aufgabe, ne? Oh, Tatsache. Nö! Ja. Der kann. Magazin leer! Bei mir ist noch ein Magazin, hier Munition. 2 Minuten, bis wir durchhalten. Munition alle! Lade neu! Kostet ein wenig Demokratie! Wir sind 2 Minuten durchhalten. Junge, das macht schon Bock. Die Demokratie füllt meinen Probenbehälter. Ankunftszeit T-1:30. Immer schon mal Taktik-Dingens. Abi? Hä? Taktik-Dingens. Steuerung. Magazin leer. Werfe Vorratsmarke. Lade neu. Das war deine Granate, oder? Nee. Nein. LOL! Du siehst, was du dir alles gebrochen hast oder was kaputt ist. Also du kannst übrigens deine Steuerung verstecken, ne? Magazin leer! Damit musst du, glaube ich, nicht wieder. Lade neu! Da kann ich. Steuerung und dann Verstärkung rufen. Verstärkung! Ankunftszeit T-20 Sekunden. Lade neu! Hallo Basti! Einer, machen wir hier Last Man Standing, ne? 10 Sekunden. 10 Sekunden.
Junge, selbst mit der Pistole! Pelikan 1, ich kann die Evakuierungszone sehen. Pelikan 1 setzt zum Landen an. Pass auf, wo ihr steht. Letztes Nachlauf. Oh, oh nein. Gott! Ich bin vom Eischer getötet worden. Hörst du mich noch? Ja, ja. Ja, das ist auch ein bisher ein witziges Game. Oh, geil. Kommst du? Ich komme! Countdown läuft. Bereit machen zum Ab. Evakuierung abgeschlossen. Pelikan 1 hebt nun ab. Ding ist halt, das Game ist auch übelst flüssig, ne? Wieder eine Bot-Mission. Ist das jetzt eher so, dass es Bots sind, oder? Oder wie darf man das verstehen? Hauptziel erreicht. Evakuierung, hält da was? Ja. Ja, zwei Stück. War evakuiert. Das finde ich halt gut, dass halt erster Countdown runtergeht, wenn du eingestiegen bist. Ja. Instant Gaming für 29 Euro. Ja. Auf Instant Gaming mit meinem Link. Da, ich hab's mir nämlich über Instant Gaming geholt. Können wir es direkt nachher zocken? Hab jetzt schon Suchtpotenzial, ey. Junge, wie das dann aber aussieht, wie wir da stehen. Ja. Stell dir vor, wir beide mit demselben Helm, ey. Eliminierung. Statistik. Oh, ich hab 31 Kills, das passt. Abgegebene Schüsse, da hast du mehr. Distanz 1 Kilometer, du 1,4, ja. Ja, ich werd aber mein Gewehr wechseln. Dieser Rückstoß, der ist mega ekelhaft. Ja, ist halt eine Maschinenpistole, was erwartest du da auch? Ja. Ja, aber ich werde ja auch wieder auf Sturmgewehr. Ist zwar schön, dass du halt die Maschinenpistole mit zu der teuren Version bekommst, aber ja. Oh, in der Waffen kann man so neue Anpassungen wirklich? Hallo. Und welche Anpassung? Ich bin noch in der Waffenkammer. Oh. Hä? Bitte schon, Wolf. Was hast du gemacht? Ich hab Wolf jetzt selber was geschenkt. Achso, ja moin. Er sagt mir ganz ja Anpassungen. Aua. Bei mir sagt das nicht mit Anpassung. Ich hab mal R gedrückt. Ist das, was ich gerade denke? Das ist eine Kriegsanleitung, das ist Season Pass, es oder? Es gibt. Hä? Ja, das denke ich mir nämlich gerade auch. Oh, da gibt's einen Umhang. Aber du kannst dir die Punkte halt nicht kaufen, dementsprechend. Und der. Du schaltest die halt nur frei und es gibt keinen Timer, wie lange. Oh, wow, guck mal, ich hab mit. Ah, nee. Das ist die Siegespose. Klatschen, okay. Übercredits. Unabhängigkeitsbringer. Ah, Überstore. Das sieht man schon eher so. Übercredits. Ah, gut, aber ich meine, für die Übercredits, den Preis kannst du dich nun auch nicht beschweren. 2100 Übercredits für 20 Euro. Oder 150 Übercredits, das wäre ein Kauf. Einmal ein Komplett-Set-Kauf. Für 5 Euro. Ne, für 2 Euro. Ja, du siehst sogar die Gegenstandsbewertung in Ingame. Wenn du beim Überstore bist. Ja. Mike's the Spike. Family Man. Wie gesagt, Wolf, nachher zocken wir.
Ich hab Bock. So, wir machen jetzt weiter. Ich hab jetzt meinen Helm noch gewechselt. Wollen wir mal zu den Termiten? Ich will aber immer noch im selben Gebiet sonst erstmal machen, wenn wir schon da sind. Wollen wir sonst erstmal zu den 8000 Gebiet? Nee. Ich mal erstmal jetzt zu dem weniger. Das macht mehr Spaß. War da nicht. Achso, das war der Planet nur. Was ist bei dem Planet jetzt noch? Der ist 100% befreit. Nee, ich meine da, wo wir aktuell gerade sind. Achso, in das Spiel könnten wir rein. Ja, lass uns das doch machen. Dann können wir da halt gucken, wie wir das halt machen. Spiel gefunden, Vorbereitung auf die Reise. Die Roboter wollen auch diese Welt in eine Fabrik der Tyrannei verwandeln. Was ist die 2? Halten Sie sie auf. Kann das Spiel, glaube ich, nicht beitreten. Okay. Achso, da die 2. Nee. Achso, so rum. Missionskoordinaten festgelegt. Hellports bereit. Aktiviere Orbitaldüse. Guck mal, das macht halt schon was. Wer hat nicht diese lange Wartezeit? Dann wird schon richtig, richtig Bock machen. Orbit synchronisiert. Ja, du musst auswählen, ja. So, dann mal wieder die Dinger mit. Ausrüstung. Ja, Booster haben wir nicht. Start initiiert. Ah, ich hoffe, dass sie halt nicht allzu lange Zeit für. Mit, ja. Mit dem Übersetzen der Einloggen. Ja, ich muss erstmal gleich meinen Soundleiser stellen. Wieso hast du ein anderes Banner als ich? Hab ich mir gerade geholt. Achso. Mit allen kannst du ja holen. Ich hab mir für eine Medaille geholt. Du hast ja wahrscheinlich die Pose da geholt, ne? Nee, ich hab mir gar nichts geholt. Achso, ja, ich hab eine Medaille halt gehabt. Audio, Musik leise. Danke, dass du mich beschützt. Danke. Oh nein, Mama, kriegst du wieder. Junge, wo sind wir hier gelandet? Oh Gott, die haben... Oh, Junge, wir machen Damage! Einer down. Mann, hab nichts gesagt. Beide down. Auf dem in der Bauchebene musst du halt schießen. Das macht gut Damage. Leute, ich hab dir gerade meine Spritze gegeben. Geil. Oh lol. Wir lassen der Specks. Oh nein. Ist das Ding leer? Ich bin tot. Na, tot. Ja, aber da kannst du halt nichts machen bei den Riesen, bei dem Ansturm. Ja, wenn du einmal das Tutorial fertig hast, ist es wohl anscheinend einfacher reinzukommen. Packt halt trotzdem ab. Magazin leer! Oh, Granate! Junge, wo sind wir hier gelandet? Im fucking Kriegsgebiet! Ich merk das schon! Und mit so einer Gegenwehr liebe ich das ja, wenn die Dinger zurückschießen, ne? Okay. Wir sollten mal weiter. Wir sind erst bei einer Base, wo die weiter spawnen. Wir brauchen nur noch 36 Minuten.
Achso, wir sind hier schon richtig. Ich wollte gerade sagen, links, rechts, hoch, hoch, hoch. Ah, wir waren hier richtig und hätten nur die Daten hochladen müssen. Bottabbruch entdeckt. Das ist nichts Gutes. Ich glaube, wir müssen da hinten noch zur Abschussstelle. Ja, müssen wir. Du bist aus der Reichweite, ne, zum Hochladen? Nee, dort, sicher? Du hättest abladen. Ja, doch, das wurde mir gerade oben rechts angezeigt. Oh. Oh, okay, ja, ich hätte mal achten müssen. Hast du auch deine Flashlight an? Oh, ich komme mir vor wie so ein Kriegsgebiet. Das ist ja auch ein Kriegsgebiet. Nein, hier so wie, weißt du, wie in einem Krieg, nur noch die letzten zwei überleben und wir kämpfen hier gegen keine Ahnung wie viele. Ja. Nice. Evakuierung vorbereiten. Nee, willst du schon echt evakuieren? Nee. Aber wir sollten hier mal aus dem Kriegsgebiet raus. Das Tor ist Singleplayer, ja, aber das geht relativ schnell. Oh, ich habe keine Muni mehr. Warte mal. Nachschub. Achtung, genau neben dir. Obwohl, dann kann ich... Ja, okay, 10 Sekunden. Aua! Der hat das hochgejagt! Na, hier ist sein Vorrat. Ja, das ist gerade hochgejagt. Wird trotzdem Evakuierung schon mal vorbereiten, oder? Wir müssen so oder so 2 Minuten warten, ne? Naja. Ich höre mal da vorne, wo das blau leuchtet, mal gerne hin. Das ist ein dicker, ne? Ja, hinten kommt noch eine ganze Menge mehr. Wenn man blauen, warte mal, ich guck mal, was das ist. Evakuierungs-Shuttle. Das ist ein Evakuierungs-Shuttle. Hast du mal geholt? 2 Minuten. Ja, ja. Da passt das ja. Oh, der Dicke kommt. Ja, wir haben noch Abklingzeit. Junge, ich komme mir die ganze Zeit vor, als würde ich diesen gottverdammten Konami eingeben. Der Dicke ist tot. Oh. Das Maschinengewehr sammelt das ein. Das war eine gute Investition, Maschinengewehr zu holen. Aber dafür, für das Maschinengewehr haben wir 8 Minuten Cooldown, ne? Ja. Ist noch Muni? Wo? Da vorne, hier zum Aussammeln. Hier. Ah, ja. Die Kisten sind immer Muni mit, weil. Muni, Spritzen. Junge, eine Ego-Perspektive. Du merkst aber halt echt den Unterschied zwischen Ego-Perspektive schießen und Third-Person. Du siehst aus, als wenn du männlich wärst, scheißt aber weiblich. Ja, ich sehe auch männlich aus, aber ich habe auch eigentlich Stimme männlich ausgewählt. Oh Gott, ich dachte nicht, deine Schussbahn laufen. Stimmt, es gibt ja 20 Fire, ne? Ja. Das haben wir ja. Ich bin auch vorhin durch deine Granate gestorben. Was meinst du, wie ich vorhin gestorben bin? Das erste Mal. Ja, wir haben es gerade beide gespritzt. Lol. Oh. 10 Sekunden noch. Munition alle. Ankunftszeit T-10 Sekunden.
Oh, ich stehe beschissen, ich stehe beschissen. Weg von der Landezone, weg von der Landezone. Und die hat gesessen. Granate! Okay, das war doch nicht deine Granate. Oh, ich lebe noch. Wie habe ich das überlebt? Komm, einfach rein, einfach rein, einfach rein. Ich hab dich gerade beschützt, wie du reingelaufen bist. Okay. Oh, das macht so Freude. Es gibt nur verschiedene Waffen erstmal. Wir starten alle mit derselben Klasse. Wieso bin ich wieder Kadett? Ich hab da Überbürger ausgewählt. Ich bin sogar mit nee, Überbürger gespawnt. Du musst einmal auf Ausrüsten klicken. Aber ich bin doch sogar mit Überbürger noch in die Mission reingegangen. Keine Ahnung. Oh, wir haben keine Option. Okay, also das heißt, wenn wir Hauptziel fertig haben, können wir eigentlich auch noch rein theoretisch optionale Ziele machen. Okay. Ja, und zerstörte Außenposten halt, ne? Na gut. Ich würde eigentlich gerne mal noch mit anderen Spielern zusammenspielen. So ja, die sind in den meisten Fällen sind sie ja auf der Welt rumlaufen. Ja. Aber dann können wir uns auch ein großes Gebiet nehmen. Dann können wir auch jetzt zu den Parasiten-Dingern. Geil. Erstmal wieder Level up. Nee, ich kann nur die Waffen sehen, die ich selber habe. Ja. Maschinengewehr und Sturmgewehr habe ich aktuell. Und du kannst die zumindest, wenn du unterwegs bist, sie auch einsammeln. Ja, zum Beispiel für unsere Leichenwand konnten wir auch die Waffen von uns jeweils aufsammeln. Aber du übernimmst nicht deine Magazine, sondern du übernimmst die Magazine der jeweiligen Waffe. Ja, so wie ich das gerade mit dem Sturmgewehr, was ich gerade hatte. Ja, genau. Okay, das sieht schon wild aus. Okay, mehr. Du hast mehr Kills. Wir haben aber dieselbe Präzision. Sehr, ja. Abgegebene Schüsse, ja. Getroffene Schüsse, ja. Spritzen benutze ich einfach mal. Ich habe nur zwei benutzt. Taktikausrüstung, ja gut, Taktikausrüstung habe ich tatsächlich mehr geused. Sie sind schnell zurück. Oh. Gut gemacht. Neue Schwierigkeit freigeschaltet, Mittel. Ja. Ich hab was Neues freigeschaltet, warte mal. So, du hast dir jetzt was geholt für die eine Dingens? Banner. Das Unabhängigkeitsbanner? Ja, genau. Abholen. Ausrüsten. Lol, du kannst dir, wenn du 4 Medaillen hast, in den Punisher, also die Schrotflinte holen. Hm. Was ist das? Okay, das ist geil. Du kannst dir auch darüber dir die Übercredits holen, die du dann halt im Shop ausgeben kannst, anstatt sie zu kaufen. Du kriegst für eine Medaille 100 Übercredits. Und das ist bei jedem, auf jeder Seite halt so. Das finde ich geil. Von Cape tragen? Ich werde Übererde bewahren. Nee, muss man nicht. Also, nicht, dass ich wüsste. Du musst doch unten rechts auf Ausrüsten klicken, wenn du dir schon den Titel wählst, ne? Wisch doch. Ausrüsten. Ja, der muss grün sein. Cape musst du tragen, ja. Okay, kannst du entweder oder machen. Ich glaube, ich spare auf die 4 Credits, also 2 Fame eh noch, um mir dann die Schrotflinte zu holen. Die Städte Veteran Premium. Ich werde die Demokratie Junge, was du da alles kriegst. Okay, meine Stimme war wieder auf zufällig. Die Freiheit wird bestehen. Ja. Ja, die ist bei mir auch auf zufällig. Ja, ich hab die gerade auf die Naja, gesetzt. Ich hab sie auch die ganze Zeit geändert. Dann ist das halt so, ach komm, weißt du, drauf geschissen bin ich, ehrlich. Hauptsache, man kann zocken und man kriegt seine Sachen. Wir setzen den Parasiten rüber? Ja. Aber machst du den großen Gebiet? Ich wollte gerade sagen, mach das Gebiet, ja. 100%, 61.000, 24.000, 48.000. Nimm das über, ja. Was hier? Ja, ja. Eine erfolgreiche Operation. Der Klang der Freiheit ertönt. Schwung nach das Fenrir-System.
wie diese Sprünge halt aber auch aussehen. Aber fucking Hyperraum. Ja. Bei mir stehen übrigens, als wir im Weltall waren, wieder bei dir, Kadett. Bei mir steht immer Bürger. Ja, jetzt ja, aber nur im Weltraum stand gerade Kadett. Warte, Brutplätze auszulöschen. Um das 600 Termitenpopulation einzudämmen, müssen wir die abschreitenden Brutplätze angreifen. Ja, jetzt haben wir Eier. Also die beiden. Evakuierungsbonus da hinten, was ist und das? Wir müssen eine Rettungskapsel hochladen. Ist optional, aber die würden wir sollten wir trotzdem machen. Wollen wir hier so landen? Ja, ja, ja. Du weißt schon, dass du gerade auf Schwierigkeitsstufe Mittel gestellt hast, ne? Hab gar nichts gemacht. Doch, doch. Also bei dir war sie ja standardmäßig auf Mittel. Es steht bei dir wieder Kadett. Alter! Ich find's schon irgendwie hart lustig. Junge, diese Ladezeit einfach dazwischen, ne? Ja. Dass das so eigentlich als Ladezeit zählt. Hello there! General Kenobi. Heute wird das Licht der Freiheit die Himmel dieser Welt noch einmal erhellen. Da ist etwas. Magazin leer. Beide machen gleichzeitig Magazin leer. Okay, ich glaube, die könnten uns doch noch ein bisschen gefährlicher werden. Ich komme mir gerade vor wie in dem Film Alien. Also, Starship Trooper. Letztes Nachladen. Wie letztes Nachladen? Ich ruf schon. Wir sollten hier einmal kurz weg. Magazin! War hier nicht das optionale Ding? Ja, die Magazine bleiben sogar noch liegen. Mhm. Oh ne, wir sind hier komplett falsch. Drück mal Tab, wir müssen eigentlich woanders hin. Eigentlich. Links von dir. Guck nach Land. Magazin leer. Jo, gern geschehen, Wolf. Ich wünsche eine gute Nacht. Ich starte hier die Übertragung. Oh! Bin ich jetzt rübergelaufen, Alter? Eine weitere Probe für die Demokratie. Ach, hier, die Stacheldinger hier rechts von uns. Ja. Da in die Richtung, da sind sogar auch Gegner gerade. Junge, wie das halt aussieht mit der Karte öffnen. Und du kannst sogar halt noch rausscrollen. Aber ich würde sagen, LOL! Das hab ich jetzt rausgefunden. Naja, Tito. Aber das ist einmal zurück, wo wir gerade waren. Da ist noch so ein Symbol, ich glaube, das können wir auch eindämmen. Oh, guck nicht nach hinten, guck nicht nach hinten. Komm, einmal nachladen und dann Attacke. Wir machen das anders. Nee, guck mal was. Guck's dir einfach an. Und salutier. Magazin leer.
Junge! Ich hätte doch beim Maschinengewehr bleiben sollen! Na, Nachschub hat noch 20 Sekunden Cooldown. Achtung, Orbitalschlag! Oh! Bist du tot? Nee. Das löst sich gerade so an der Wand. Aua! Hier vorne ist Kiste mit Muni. Hier, hier, genau vor mir. Junge! Aber hier muss irgendwas sein, weil das Symbol kommt ja nicht von. Oh, ja, gut, ich weiß warum. Muss Granate in das Nest reinpacken. Hilf mir, hilf mir, hilf mir, hinter dir! Magazin leer! Achtung, Granate rechts von dir! Magazin leer! Ja, wow, das Vieh hat die Granate gerade abgefangen. Perfekt. Na, einen haben wir hier vorne noch. Ja, das war die zweite Granate, sorry. Die erste ist halt abgeprallt. Das Vieh ist gerade rausgekommen. Ich schmeiß. Weg. Ich muss nachladen. Ich hab keine Granaten mehr. Mhm, wir müssen Nachschub anfordern. Die Demokratie ist noch nicht fertig mit dir. Heile einen anderen Spieler mit Spritzen. Hast du Verstärkung, soll ich? Ich mach grad schon Nachschub. Weil hier vorne ist nämlich noch ein Loch, was zugemacht werden muss. Ja, ich glaube bei den Nachschubdingern so brauchst du nicht mal Abstand. Obwohl, nehmen. Kann man auch? Oh, ich bin da jetzt. Oh, Digga. Weil das nämlich klappt. Du hast noch einmal. Oh, LOL! Das geht auch über die What the fuck? Oh, da haben wir noch ein paar weitere Gebiete zu machen. Und noch eine halbe Stunde. Oh, das kriegen wir easy hin. Okay, du kannst nicht sprinten und gleichzeitig Tab drücken. Nee, das doof wegen Steam Overlay. Gib mir Rückendeckung, links von dir, links von dir. Magazin leer. Verdammt nur. Nehmt Gas! Das sagt. Wir haben von allem. Mein linkes Bein! Okay, solltest du ein verletztes Gliedmaß haben, die verletzt ist, Achtung. Einfach Spritze nehmen. Sofort weg, sofort weg. Alle drei, alle drei, alle drei. Ja, ja. Eine Net hatte ich nämlich noch geworfen. Was war es mit dem verletzten Bein? Wenn du verletztes Bein hast, einfach Spritze nehmen. Gibt ihr irgendwo Munition? Die Demokratie braucht mich. Was sagt Nachschub? Und noch eine Minute. Ja, wir teilen uns den Cooldown, ne? Ja, ja. Aber halt ein Trupp sind. Links von uns haben wir Eier. Eier, wir brauchen Eier. Ja. Ja, doch, Tatsache. Keine Ahnung, warum ich hier lang muss. Doch, doch, ich bin mal hier hin wegen dem Geschütz, deswegen war ich hier hin. Vielleicht haben wir hier Munition. Munition alle! Wo willst du hin? Ey, weil ich keine Muni hab. Rechts von dir, rechts von dir! Ich musste gerade nur kurz wegrennen, weil ich gerade keine Muni hatte. Probe gefällt.
Nehmen was mit Artillerie-Munitionsstand. Oh. Wo müsst du das hinpacken? Hier rein? Ja. Lege Paket ab. Ich glaube, das ist der letzte. Ah, nee, so 5. Queen. Nee, eine noch. Dass du aber auch nichts sagst. Ja? Dass du aber auch nichts sagst. Ich hab doch gesagt, ich hab den. Nee, einer fehlt halt noch. Du bist raus. Oh nein, Router Neustart. Och nö. Och nee. Ey, dass der Router Neustart aber auch jetzt kommt, ne? Ach schade, ich dachte, der schießt jetzt los. Aber hey, ich bin zumindest nicht ganz aus dem Spiel geflogen. Ich kann dir einfach wieder beitreten. Das ist doch geil. Das ist geil. Ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet. LOL. Ja, ich komme dann mal wieder, ne? Verbündeter Zerstörer nun im Geschwader. Helldiver trifft ein. Helldiver trifft ein. Über mich stand da unter so, du, lade neu. Hi, öfters hier? Ja. Ich war hier unten. Ja, weil das habe ich jetzt tatsächlich halt nicht mehr bekommen. Das ist ja schade, aber gut, was willst du machen? Ja, ich hatte jetzt schon mal, er hat nicht geschossen. Hast du das MG genommen? Ja. Okay. Weil, wenn das nämlich der Fall ist, dann rufe ich mir nämlich auch noch mal eins. ja, ich würde mir schon mal Nachschub holen, weil ich habe gerade noch Money. Ja. Werfe Vorratsmarke! Und du kannst, ja. Perfekt. Aber pass, mit dem MG hast du tatsächlich leider auch nur ein Magazin, wenn du das halt rufst. Ja, danke. Genau den Gedanken hatte ich auch gerade gehabt. Ich bin am Nachladen. Ja, das war eine gute Entscheidung gewesen, das Maschinengewehr zu nehmen, weil du kommst dadurch auch bei denen durch die Panzerung. Meinst du statt das Sturmgewehr oder wie? Nee, das Maschinengewehr. So. Ich lade nach. Okay, warte. Jetzt lade ich nach. Magazin leer. Ey, mit dem Sturmgewehr kommst du auch durch die Panzerung. War halt nicht ja, so, aber nicht so effektiv nicht so doll, wie mit dem Maschinengewehr. Ja. Oh, ich hab eine bessere Idee. Ich hab eine weitaus bessere Idee. Links, links, hoch. Ne, rechts, rechts, hoch. Ich hoffe. Ja, ich würde da nicht hingehen. Ich sehe es. Ja! Lol, ein Ei hat überlebt. Das ist ein Scherz. Ein Ei hat überlebt. Jetzt ist tot. Weißt du, von 31 Eiern hat eins überlebt, ey. Magazin leer. Hilfe, Hilfe. Wir müssen aber nochmal Eier. Oh, wir laufen auch komplett wieder woanders lang. Munition alle! Oh.
Hast du noch ein Nest? Ja. Weiß ich nicht. Ja, hier bei mir. Au, 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 aua. Hast du schon reingeworfen? Ja, bei beiden. Bei beiden? Ich hab genau dahinter. Und trotzdem laufen wir wieder komplett an den Eiern weg. Wir machen halt nebenbei schon mal ein bisschen safe für uns, ne? 7 Sekunden noch für Nachschub. Er ist tot. Sicher? Na, es. Oh, lol. Ja, komm doch zurück. Also, hier hinten siehst du ein bisschen mehr, ne? Naja, ich weiß. Aber mir geht's gerade nur wegen dem Nachschub. Naja. Aber ich würde sagen, jedes Mal, wenn wir Nachschub rufen, 2 und 2 halt gehen. Ja. Danke, dass du meine zweite Box mitgenommen hast. Nee, das war meine zweite. Ich hatte vor mir noch eine, naja, ist auch egal. Ich konnte nur eine aufnehmen, deswegen. Ich nämlich auch. So, hier sind nochmal Nester. Rechts zumindest ist schon mal eins. Aber ich den nächsten hier vorne ist auch schon mal eins. Aber ich den nächsten Orbitalschlag auf die Eier rufen. Ja, klar, klar. Hätte ich so oder so vorgeschlagen. Ich würde es mal interessieren, ob es ein Achievement gibt. Nee, okay, gibt's nicht. Ich muss nachladen. Oh, wo kommt die alle her? Es ist auch noch das Leere. Wie schmeckt euch die Freiheit? Magazin leer. Mann. Und das hier werfe ich schon mal eine Granate. Das mit Shift Tab gerade so auf. Da und oben. Dann werfe ich auch eine. Probe gesammelt. Hier ist irgendwo noch eine dritte. Ja, hier vorne, ich hab's gefunden. Okay, nevermind. Ich bin so dumm. Das ist das eine. Hier sind übrigens die Eier. Orbital? Da. Ja, bitte Orbitalschlag! Feuert Orbitalschlag. Und wie viele sind übergeblieben? Ich hab in Jungle gezeigt. 2. 2. Der hat 2 Eier. Zurück, das eine Nest triggert mich, dass wir das noch nicht gefunden haben. Jo, okay, was da so alles entgegenkommt, das ist. Oh fuck. Aua! Letztes Nachladen! Du bist dieses verfickte Nest jetzt, bist du das jetzt? Lol, du kannst das Viech die Beine zerschießen, die hinteren, es krabbelt mit seinen zwei vorderen noch zu dir. Ja, ich hab hier Drohne, ich hab hier vorne 3 Nester. Und dann sind sie wieder nachgespawnt. Oder 2 Nester, 1 von beiden. Ich schnapp mir die beiden. Nein, vor dir habe ich geworfen. Nein, okay. Jetzt nochmal. Wir sollten definitiv einen Nachschub anfordern.
voller Fix-Nachschub an. Markiere Karte. Ich hab gleich keine Muni mehr. Munition alle. Oh. So, zwei gehören dir. Magazin leer. Oh nein, was ist das? Wir sollten so lang. Obwohl, hier vorne waren wir noch nicht. Da leuchtet doch die ganze Zeit was gelb. Okay. Anforderungen? Das muss ich testen. Ich weiß nämlich nicht, was das ist. Eine Artillerieschlag. Ja, ja, aber ich wusste halt nicht, wie das halt funktioniert oder wie das halt aussieht. Also irgendwie habe ich mir mehr davon vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Sonst ist hier nichts. Schade. Hier ist noch Munition. Was die? Naja. Damit konnte damit was interagieren. Mhm. Langsam zur Evakuierungszone, ne? Langsam, ja. Backtunneldurchbruch. Wo ist denn die Evakuierungszone? Da vorne. Mhm. Ich kletter mal das MG nach. Für den Wohlstand! Magazin leer! Ihr werdet uns niemals unser Leben diktieren! Ach du Scheiße! Wow, ich hab eine Errungenschaft bekommen. 150 Feinde während eines Laufes eliminiert. Okay, du machst die Seite, ich mach die hier. Habt ihr Errungenschaft auch gerade bekommen? Mein Punkt. Magazin leer. Wir sollten definitiv. Nachschub hat keinen Cooldown mehr. Das ist gut, das ist sehr gut. Schul? Ich hol einmal Nachschub. Ja, 2 Minuten. Achtung! Von Süd-Südwest. So, dein Nachschub ist noch da. Junge, ich bin fast tot.
Du solltest dich mal heilen. Ich bin tot. Ankunftszeit T minus 1 Minute 30 Sekunden. Anfrage bestätigt. Verstärkung im Anmarsch. Heil dich! Ich hab hier einen dicken. Hinter dir! Nee, ich weiß! Ich musste zumindest nachladen, damit ich in die Panzerung der Dicken da reinkomme. Weil mit dem normalen Sturmgewehr kommst du da halt so gut wie gar nicht durch, nur mit dem Ding hier. Ja, ich schlag gerade nach. Ich habe noch 39 Sekunden. Hat alles noch, was du hast. Ich merke das schon. Süden. Große Welle, Süden. Ja, guck, ich hau schon Artillerie hin. 15. Ankunft 10. 9, 8, wird da weg, 7. Ach ja, da war ja was. Pelikan 1 nähert sich Abholung. Pelikan 1 setzt zum Landen an. Passt auf, wo ihr steht. Oh, das ist schon so krank. Komm. Das ist schon geil. Guck mal, du warst schon wieder Kadett. Wieder eine Bug-Mission. Ja, die habe ich auch bekommen, nachdem ich den Router Neustadt hatte. Es ist wieder Überbürger da bei mir. Ja, das ist ja tatsächlich. Oh, wir haben beide optionale Ziele gemacht. Nice. Ja, gut. Ein Außenposten hätte uns doch gefehlt, aber ja. Ja. Wenn er anfangen, ist auch schon mal nicht verkehrt. O'Connor hat übrigens vor 25 Minuten so eine Meldung bekommen, die bereitgestellte Steam-App-ID ist entweder ungültig oder nicht zugelassen. What the fuck? Fünf Proben. Ja, ich kann mir die Schrotflinte holen. Macht der Spuck. Wie sauber unsere Rüstung auf einmal wieder ist. Ja, stimmt. So die Statistik. Ja, gut, meine Statistik, okay. Aber nee, warte, meine Statistik wurde mit übernommen. Ja. Spritzen benutzt, was gleich auf. Proben extrahiert, ja. Taktikausrüstung. Auf. 3 Stunden. Mission abgeschlossen, Herr Diver. Ein kleiner. Wolltest du Spen gehen? Wolltest du in Spen gehen? Geh ich jetzt auch, ja. Also ich könnte mir die Schrot auch holen. Ich hab mir die geholt. Ist ja sogar eine Primärwaffe. Ich bin weg. Ja, tschüss. Gute Nacht. Leichte Panzerdurchdringung. Was hat die andere? Ja, okay, haben alle leichte Panzer. Einzelmunition nachladen. Ja, okay, das ist halt der Nachteil bei der Pumpgun. Aber ehrlich, für dem Damage? Im Freischalten noch 1199 Medaillen ausgeben. Die für Seite 10. Naja. Jede Seite einmal, ne? Aber es sind schon geile Sachen mit bei in diesem Ding. Ich will es halt nicht Battle Pass benennen, weil du dafür halt nicht zahlst, außer Medaillen. Ein Game Pass. Es hat ja zum Game mit gehört. So, entweder hol ich mir jetzt die Panzerung oder halt die. Ich schon mit die Stufe hinter.
Ja, oder du holst dir die Granate. Nö, ja, haben wir jetzt schon geholt. Das ist halt eine Frechheit, dass du nur leichte Panzerdurchdringungen hast. Ja, ich denke mal, das wird von Waffe zu Waffe halt auch besser. Nehmen wir mal die Defender. Hat es auch. Nehmen wir das. Ja, okay, die hat auch. Und es gibt sogar eine Sniper. Oh, geil. Aber die haben alle leichte Panzerdurchdringung, die Waffen. Also in dem Pass. Gehen wir mal hier zu dem Premium-Ding. Auch leichte? Auch leichte. Junge, die alle sogar mit Brand- oder Explosiv-Munition. Ich glaube, ich spare die Medaille jetzt auf diesen Premium-Gedöns mit auf die Revolver. Na gut, Nachteil bei dem ist halt auch, dass du die ganzen einzelnen Dinge nachladen musst. Musst du einmal Tab drücken, um zu gucken, was sie bei was das ist, was sie kann. Mittlere Panzerdurchdringung. Da 5 Dominator. Ja, aber ich würde jetzt auch langsam mal ins Bett gehen, weil ich will nicht allzu lange schlafen. Ja, ja, alles gut. Hat mir schon gereicht, dass ich jetzt die letzten Tage immer so bis 15, 16 Uhr geschlafen habe. Naja, muss man halt ausnutzen, solange man Urlaub hat, ne? Ja, ja, schon, ja. Ja, ich weiß, man soll es nicht übertreiben, aber komm, dafür ist der Urlaub halt da. Ja. Aber nein. Ja, mal gucken, ob ich denn so gegen 12 wach werde oder so. Da werde ich auf jeden Fall verschlafen. Ja. Na gut, ich wünsche dir was. Jo, kurz Nächtle. So. Chat, ich will noch ganz kurz gucken, wer eventuell noch alles Helldiver spielt. Ist ein geiles Game, definitiv. Ja komm, gehen wir mal zu ihm hier rüber. Er spielt gerade noch ein bisschen Helldivers 2. Das war schöne Grüße da. Und dann würde ich sagen, alle rein. Bis nachher. Ciao, ciao.